baseline. Hallöchen und grüßt euch. Leute, meine Güte, gerade ist das Special hochgeladen worden von mir vor ungefähr 3 Stunden, nicht mal einmal 3 Stunden. Und wir haben schon 300 Likes geschafft. Ich habe nichts in dem Special gesagt und deshalb wollte ich jetzt hier am Anfang des Videos einfach mal kurz etwas sagen. Und zwar wollte ich euch wirklich jetzt mal ein fettes Danke von Herzen geben. Wirklich, was ihr unter diesem Video einfach mal geschrieben habt. Einfach so nette Sachen. Sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. Da nehmen sich einfach irgendwelche Leute die Zeit, da so einen langen Text zu schreiben. Und ich habe mir jeden einzelnen Kommentar durchgelesen, wie ich es eh bei jedem Video mache. Ihr wisst ja, ich beantworte echt so ziemlich jeden Kommentar unter meinen Videos, die ich hochgeladen habe. So schnell es geht. Ich bin, würde ich sagen, da einer der aktivsten. Und es freut mich echt riesig immer, wenn ich solche Kommentare vor allem lese. Das motiviert mich wirklich ungemein. Es ist gerade 3 Stunden nach dem Upload. Ich sag's ja gerade, es ist gerade mitten in der Nacht, 12 Uhr. Aber es haben mehrere geschrieben, du kannst dich bei uns bedanken mit einem Glitch oder so. Und ich kann jetzt leider nicht mit einem Glitch dienen. Ich dachte mir mal, dass ich euch eine neue Folge Top Secret Locations bringe. Lange ist es ja her, dass eine neue kam. Aber gönnt euch mal bitte, wie mein Helikopter hier gerade abfliegt. Boah, richtig seltsam. Auf einmal ist er wieder in die Luft geflogen. Ja, jedenfalls Top Secret Locations ist schon richtig lange her. Und deshalb dachte ich, vielleicht seid ihr auch damit glücklich. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch damit anfreuen könntet. Und erst einmal nochmal wollte ich darauf eingehen. Ey, danke vor allem an diese ganzen Bewertungen, die ihr gebt. Es ist wirklich mir egal, ob ihr ein Like oder Dislike gibt. Alles, beides supportet einen YouTuber in gewisser Weise. Und das wissen ja viele nicht, dass die Dislikes auch dem Video helfen. Denn Bewertung ist Bewertung laut YouTube. Und deshalb ist man somit auch weiter oben in den Suchergebnissen, wenn man halt was Bestimmtes auf YouTube sucht. Und deshalb bedanke ich mich bei jedem, der meine Videos bewertet, egal ob Like oder Dislike. Es ist echt richtig nett. Und vor allem mache ich ja manchmal bis zu 3-4 Videos an einem Tag hintereinander. Und dass ich da noch so viel Zuschauer habe, obwohl es natürlich jetzt massig Videos sind, die manchmal auf einen drauf zukommen, das ist echt richtig cool. Denn ich verstehe es auch, wenn sich irgendjemand die Videos, nicht alle Videos gönnt. Denn wenn jetzt so viel neue auf dem Kanal sind, das ist natürlich eine gewaltige Masse. Und da möchte ich wahrscheinlich auch nicht jedes einzelne Video gucken wollen. Vor allem bei diesen Let's Play Kanälen merkt man das ja auch, wenn die viele Videos hochladen, dass sich die ganzen Abonnenten sich gar nicht alle Videos gönnen. Und so ist es, denke ich mal, hier auch. Und das finde ich aber gar nicht schlimm, denn die ganzen Bewertungen und die Kommentare, das ist wirklich so unglaublich, wie das einen motiviert. Und das wollte ich euch einfach nur nochmal sagen und euch dafür wirklich ein Danke von ganzem Herzen geben, auch wenn es sich jetzt richtig homohaft an... Homohaft? Gibt es dieses Wort überhaupt? Egal. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Video jetzt mal endgültig an. Und zwar befindet sich das hier auf diesem Dach oben. Das ist auf einer Art alten Hotel, so sieht es jedenfalls aus. Und hier oben, wo ich mich befinde, ist ja diese Antenne, die ihr gesehen habt, und mehrere Satelliten. Und ich bin hier gerade an diesem kleinen Haus noch oben auf dem Dach drauf. Und was an diesem Haus merkwürdig ist, ist, dass daraus richtig laute Musik kommt. Unten an der Straße hört man schon leise, allerdings auch viel Hip-Hop-Musik, so hört sich es jedenfalls an, von den Nachbarhäusern. Und wenn man hier oben ist, hört man diese Musik klar und deutlich. Und bevor ich euch zu viel davon erzähle, hört ihr doch einfach mal selbst rein. Ja, so eine Art Kindermusik ist das meiner Meinung nach. Und hier befindet sie sich auf der Karte, diese Kindermusikstation. Und weiter geht's mit diesem Ort. Den habe ich von einem Abonnenten bekommen. Vielen Dank dafür. Ich habe leider deinen Namen vergessen. Ich hoffe, du verhaust mich nicht. Hier hat er nämlich dieses Graffiti entdeckt. Da es ist irgendwie meiner Meinung nach von einem, der leicht angetrunken war, vielleicht auf Drogen war oder einfach nur ein bisschen verwirrt war. Da steht, träume den unmöglichen Traum von einem Planeten aus Feuer und Dinosauriern mit einem Sattel und dann noch irgendwas weiteres und daneben ist ein Dinosaurier mit einem Sattel drauf und darunter steht Lügen. Ja, was das zu bedeuten hat, das kann ich euch leider nicht genauer sagen. Auf jeden Fall habt ihr gerade das auf der Karte gesehen. Hier gibt es viele Graffitis zu entdecken. Ich will euch nicht zu viel zeigen. Weiter geht's mit einem Ort, den habe ich garantiert noch nicht auf YouTube gesehen. Ich will nicht sagen, dass ich ihn entdeckt habe, falls es irgendjemand anders schon vor mir gefunden hat. Jedenfalls seht ihr gerade, was hier mit diesem Ort passiert. Ich stehe da einfach mit meinem Motorrad hier an diesem Berg und der springt so richtig seltsam ab.
wie aus einem Helikopter oder aus einem fahrenden Auto. Warum? Da habt ihr es gerade gesehen. Der Berg ist da komischerweise irgendwie ein bisschen unsichtbar. Man kann da durchrutschen durch diesen offenen Stein, durch den man ganz einfach durchfahren kann. Jetzt werden wir es hier nochmal sehen. Ich fahre da nochmal hoch. Ihr seht, ich bin da durchgefahren. Spring jetzt natürlich aus einem ganz langsamen Tempo an. Wir stehen ja sogar schon fast. Spring ab, aber er denkt irgendwie, als würde ich fahren. Springt so richtig risikoreich ab wie so ein Actionman. Wirklich, ja, man kann echt sagen, dass es wie im Actionfilm ist. Da üben natürlich die Schauspieler, springen ja auch nicht aus fahrenden Autos echt raus, sondern so wird das gemacht, aus langsam fahrenden Autos oder stehenden Autos, und dann wird es halt animiert. Und hier an dieser Location könnt ihr mal ganz der Filmstar sein. Weiter geht's mit diesem Ort. Ja, ich hab's auch nicht gewusst, dass es Tiere in GTA 5 online gibt. Da seht ihr es mal auf der Karte. Aber wir haben uns eines Besseren belehren müssen. Und zwar werdet ihr staunen, was wir hier in diesem Busch, wo die liebe Schlange schon auf uns wartet, finden werden. Da sehen wir doch glatt weg. Was sehen wir? Schmetterlinge. Und komischerweise nur über diesen Busch. Und wenn man hin und her läuft in diesem Beet, werden sogar noch immer mehr Schmetterlinge. Dazu werdet ihr gleich noch etwas Genaueres sehen. Aber was auch lustig ist, wenn ihr dreimal auf diesen Schmetterling schießt, dann verschwinden die so. Die wären auf einmal so leicht unsichtbar, als wäre es so ein kleines Easter Egg von Rockstar Games mit Absicht, denn ihr seht ja, die dimmen sich so langsam aus dem Bild raus, denn sie wären nicht auf einmal unsichtbar. Ja, man müsste halt bloß treffen, deshalb hat es hier etwas länger gedauert. Jetzt werde ich nochmal kurz schnell hin und her laufen und ihr seht wieder auf einmal viel mehr aufsteigen, da aus den Pflanzen heraus. Die nächste Location befindet sich hier. Das ist doch was ganz Besonderes. Und zwar, viele, die GTA San Andreas gespielt haben, werden sich vielleicht noch an die Grove Street sehr wahrscheinlich erinnern. Und an den, da in der Nähe, den Golfplatz, sage ich jetzt hier. Basketballplatz meine ich natürlich. Die spielen da alle Basketball und nicht Golf in der Grove Street. Da gab es jedenfalls so eine ähnliche Skulpturen, wie wir sie hier sehen. Und hier sind sie allerdings aus so kleinen Porzellanstückchen gemacht und sogar Muscheln, wie wir es hier sehen. Mit viel Liebe zum Detail wurde das hier umgesetzt. Da Porzellanstückchen und dann aus so einer Art Lehm sieht das aus. Türme und so eine Art komischen Skulpturen aus Lehm, Porzellan und Muscheln. Auf alle Fälle sieht das richtig cool aus. Und welche, die, wie gesagt, GTA San Andreas schon gespielt haben, werden sich wahrscheinlich noch an diese Skulpturen erinnern, denn die sehen echt dem verdammt ähnlich, wie sie bei San Andreas auch neben dem Basketballplatz zu finden waren. Die nächste Location ist was richtig Cooles, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob sie einige von euch schon kennen, wahrscheinlich, aber ich muss sie euch unbedingt zeigen für diejenigen, die sie nicht kennen. Und zwar befindet sie sich hier an den Docks. Hier kann man einfach durch dieses Gebäude, durch die Tür durchlaufen, in dieses Gebäude hinein, und das ist das Haus von Meriwether. Hier, geht mal hier einfach rein, schaut euch an, wie detailgetreu dieser Raum hier ist. Hier kann man nicht an den Computer gehen, wie ich erst dachte, aber dafür hier an diesen Laptop. Da seht ihr, man könnte einfach surfen im Laptop, aber das ist mir zu blöd, ich will den Raum weiter erkunden. Wir sehen ja hier auch die Fenster. Gönnt euch, wenn ihr da selbst seid, dann seht ihr sogar den Schmutz an den Fenstern, wie ihr ihn hier jetzt selbst ein bisschen seht, und die Fenster sind sogar leicht aufgeklappt, geöffnet, wie detailgetreu das einfach mal ist. Und hier sehen wir eine Liste von Mitarbeitern hängen und dass sie sehr vorsichtig arbeiten sollen, und eine Dartscheibe selbst ist eine Art Pausenraum meiner Meinung nach und Arbeitsraum zugleich. Und hier geht es dann noch etwas weiter, aber da vorne die Tür, da hört der Raum schon auf. Deshalb sind wir jetzt hier weitergegangen zu dem Camperplatz, und das ist so eine Art, ja, für Hardrocker dieser Treffpunkt. Warum das so eine Art Hardrocker-Treffpunkt meiner Meinung nach ist, das werden wir gleich genauer sehen, aber erst einmal gehen wir einfach in diesen Karawan rein. Man kann einfach die Türen aufmachen. Viele von euch waren auch hier wahrscheinlich schon, gerade auch, weil hier Gangangriffe sind, die man absolvieren muss, wenn man hier viel Erfolg haben möchte in GTA, um halt dieses Häkchen da an den Gangangriffen zu bekommen. Und ja, vielleicht habt ihr es noch nicht gewusst, dass man hier einfach reingehen kann in diesen Karawan, und in der Nacht ist ja sogar eingerichtet. Müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Und das hier ist jetzt, warum es ein Rocker-Treffpunkt meiner Meinung nach ist. Da sind ganz viel so eine Art Rocker-Gedöns an den Wänden hinten von der Hauptbühne, und lauter Sofa sind da für die Zuschauer platziert. Und dann ist da auch noch so eine Art Heavy-Metal-Musik im Hintergrund, die da aus dieser Bassbox rauskommt. Und dann sehen wir hier, wenn wir hier genauer hinschauen, ja, dass da eine Talentshow ist. Aber keiner hat sich eingetragen. Hier kann man sein Talent teilen. Ob niemand hier Talent hat aus diesem Dorf, das ist nun die andere Frage. Warum schreibt sich denn da keiner ein? Und hier geht's auch weiter mit der nächsten Location. Ihr seht sie mal auf der Karte, das ist dieses Sägewerk. Viele von euch werden es garantiert schon kennen. Aber habt ihr schon mal nachgedacht, da auch reinzugehen? Man kann da ganz leicht rein. Rechts geht einfach der Weg weiter, von dem die Baumstämme immer abtransportiert werden. Aber wenn ihr hier mal weitergeht, dann seht ihr hier die Sägespäne, die von den zersägten Bäumenstämmen hier dann reinfallen. Und hier werden sie auch dann reingeliefert durch diesen Schacht. Und wenn man diesen Schacht weiterläuft, meine Freunde, schaut mal, was hier ist. Hier ist das Sägewerk. Da sehen wir schon
fertige Holzlatten und auch Stämme zu liegen, die noch auf die Verarbeitung warten. Und das ist ein Riesengelände. Ihr könnt selbst ja mal testen, wo euch dieser Weg hier hinführen wird. Es wird sich auf alle Fälle lohnen, so viel kann ich versprechen. Oder diese Leiter, ob ihr sogar den Schornstein vielleicht runterfällt. Weiter geht's jedenfalls mit dem nächsten Ort. Der befindet sich hier am Flughafen am Ende. Ich wette mit euch, dass nicht jeder diesen Ort kennt, obwohl er so verdammt oft benutzt wird. Denn hier in der Nähe befindet sich dieser Luxorjet, den wahrscheinlich jeder von euch schon kennt und mit dem jeder von euch mindestens einmal schon in GTA 5 online geflogen ist. Hinten befindet sich die Tür hier zur Halle und da sehen wir erstmal Getränke. Hier kann man seine Gesundheit aufstocken. Leider kann man sich hier keinen Kaffee holen oder einen Snack, wie ich zuerst dachte. Ich habe es versucht, aber es geht leider wirklich nicht. Dann gehen wir hier weiter. Hier erstmal am Ventilator ein bisschen geguckt, denn der hat komische Geräusche gemacht, als wären da so Fliegen reingeflogen. Jedenfalls gehen wir jetzt hier den Gang weiter und wir sehen, dass hier der Luxor spawnt. Ich wette mit euch, nicht jeder hat diesen Ort entdeckt. Und falls ja, dann könnt ihr euch freuen, ihr kennt einen Ort vor mir, denn ich habe diesen Ort noch nicht lange gekannt. Das war es auch schon somit von der Folge Top Secret Locations, die neue Ausgabe. Heute war sie ja etwas länger, wie ihr schon festgestellt habt. Ich hatte einfach so unnormal viel Lust, wieder eine neue Folge für euch zu machen. Ihr musstet wirklich ja schon viel zu lange drauf warten und dann gerade noch nach diesen netten Feedbacks unter meinem Special gerade. Oh, wirklich, da hatte ich so viel Lust drauf, wieder was Neues zu machen. Und deshalb hoffe ich, dass es euch auch gefallen hat, dass es etwas länger war und dass ihr natürlich auch eine Menge neue Locations kennengelernt habt in GTA 5 Online, die ihr unbedingt mal abchecken müsstet mit euren Freunden dann auch. Und damit könnt ihr dann auch protzen, wenn ihr wieder eine coole Location kennt, die eure Freunde nicht kennen. Und das war's auch vom Video. Wie gesagt, etwas länger wegen diesen coolen Feedbacks. Das hat mich extrem motiviert. Es ist unglaublich. Und mein letztes Top Secret Locations Video ist ja schon etwas länger her. Deshalb war es ja wirklich überfällig. Und das hatte ungefähr als Ziel 400 bis 500 Likes. Und wir haben einfach mal das Doppelte geschafft. Mehr als das Doppelte. Viel mehr als das Doppelte. Und das ist unglaublich. Ich kann es nur immer wieder sagen, wie aktiv ihr seid bei den Bewertungen. Das wirklich, das ist richtig cool, dass ich euch dafür habe. Das muss ich euch wirklich sagen. Und das soll jetzt auch gar nicht schleimig sein. Auch wenn es jetzt so wieder so wirkt. Deshalb setze ich jetzt hier auch kein Ziel an Likes. Es wird definitiv eine letzte Folge. Ich meine natürlich eine nächste Folge geben. Und ja, liked einfach, wenn es euch wirklich gefallen hat. Das freut mich dann, wenn es dann auch von euch von Herzen kommt. Und dann würde ich sagen, dass wir uns im nächsten Video hoffentlich sehen. Bis dahin, euer Jan. This is how we rock in Melbourne.